So, schönen guten Tag. Da sind wir wieder und guck mal, bin ich dabei. Ihr habt Hallihallo. seltener Gast, umso schöner, dass du mal wieder da bist. Für alle, die noch nie gesehen haben und neu beim Bier-Abo dabei sind. Tillmann, der Mann nach dem, genau, der überall seinen Namen draufschreibt, hier auch auf diese Gläser und auf diverse Bierflaschen und so. Und ja, seit langem mal wieder hier mit dabei, freut mich sehr. Finde ich sehr gut, weil es gibt wenig Menschen in meinem Leben, mit denen ich so gerne nachmittags sechs Bier trinke. Und nachdem wir ja nicht zur Wiesn gehen, Ich war schon. stimmt, du warst schon. Und du überlegst ja nochmal zu gehen, eventuell. So, bevor du die Entscheidung triffst, machen wir sie dir einfacher, indem wir loslegen, würde ich sagen. Und wir fangen an mit einem Urgestein quasi der deutschen Craft-Beer-Szene, Kamba mit ihrem Chiemsee Witt. Ich bin sehr gespannt. Kamba, ja nicht ganz unumstritten, kann man sagen, oder? Also es gibt irgendwie viele Leute, die sagen, die sind schon ganz schön groß jetzt und weiß ich nicht. Also so Bier, Aber wie lange, Jung? Elitaristen. Komm Junge, du musst auch mal trinken hier. Ist ja nicht zum Spaß hier. Also ich kenne, habe ich noch nie jemanden negativ über Kamba reden hören. Ja, ich habe das irgendwie immer so am Rande mitgekriegt von so Nerds. Ist ja auch egal, wir steigen auf jeden Fall super leicht ein, eben mit diesem Witz. Und das ist schön, wir haben uns vorher drüber unterhalten, da hat Till schon gemäkelt. Gib mal die Flasche, bitte. Ich gebe dir die Flasche. Also 4,8 zum Einstieg. Pro. Die Farbe ist schon mal krass. Fruchtig riecht es auch. Aber jetzt habe ich mich ja natürlich in der Vorbereitung darauf wieder ein bisschen drum gekümmert, was denn über diese Biere da mal so rauszufinden ist. In dem Fall, also sie sagen, es ist ein Witt. Sie nennen es Witt, Chiemsee Witt. Till hat aber schon gemeckert und hat gesagt, das ist kein Witt, weil es ist nach dem Bayerischen Reinheitsgebot nur raus. Und dementsprechend sind nicht die klassischen Zutaten vom Witt, nämlich Orangenschale und Koriander, Koriander, genau. sind nicht drin, weil eben Bayerisches Reinheitsgebot macht Kamba immer, da sind sie furchtbar stolz drauf. Und ja, also was ist es jetzt? Ist es ein Witt oder nicht? Es schmeckt schon wittig, das muss man ihnen lassen. Also es ist, naja, eigentlich ist es technisch gesehen kein Witt, weil in einem Witt, zumindest meines Wissens, eben Koriander und Orangenschale essentielle Bestandteile sind. Insofern ist es eine Annäherung an ein Bit, die aber, würde ich jetzt auf den ersten Schluck sagen, durchaus gelungen ist. Finde ich auch. Also ich finde echt, dass schon. Also Koriander schmecke ich nicht, um ehrlich zu sein. Aber das kann auch sein, dass ich da ein bisschen übersättigt bin von gestern. Ich habe gestern eine entsetzlich gute Suppe gemacht. Irgendwann, wenn wir mal wieder eine Kochshow machen, dann erkläre ich euch die. Eine Westlake-Suppe aus China. Ganz, ganz toll. Und da waren Tonnen von Koriander drin. Vielleicht bin ich deswegen so noch. Aber ich bin auch immer noch ein bisschen erkältet von letzter Woche. Vielleicht schmecke ich deswegen auch nicht so viel. Also ich glaube, es ist halt mit einer Weißbierhefe vergoren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es schmeckt halt, also beziehungsweise Weißbier bringt ja oft oder die Hefe diese nelkenartige, gewürzartigen Aromen. Und ich denke mal, dass man das hier stark riecht. Das ist eine sehr starke, würzige, also im Sinne von Gewürzen, eine starke Note hat, die da durchaus erinnert. Und das bestimmt noch irgendeinen Hopfen drin, der dieses fruchtige, orangenschalige auffängt oder aufnimmt und dadurch. Zwei Hopfen sind drin. Okay. Willst du raten? Also es gibt einen, den benutze ich auch öfter, der heißt Centennial, der ist in der Literatur als orangig beschrieben. Ansonsten ist es, nee, weiß ich nicht. Hallertauer und Hersbrucker. Brucker, pardon, nicht Burger. Hallertauer, was? Sie haben nur geschrieben Hallertauer. Okay, es gibt ganz viel Hallertauer Hopfen, Ja. aber okay. Wollen Sie uns nicht verraten? Kamba, lustige Geschichte. Ich habe mich da heute noch mal ein bisschen reingelesen, wenn wir schon bei denen sind. Und Sachen herausgefunden, die ich noch nicht über sie wusste. Also man kennt ja die Brauerei, man weiß, dass sie früher mal in Truchlaching war, was ich immer noch finde, klingt nach Schottland.
aber ist gar nicht so weit weg von hier. Und jetzt sind sie ja da in Sion. Und brauen da ganz viel, auch für andere Brauereien machen die ja relativ viel. Und aber was ich witzig fand, das wusste ich nicht, die haben 2008, als sie angefangen haben, also wirklich sehr früh für deutsche Craft Beer Verhältnisse, haben die angefangen eigentlich als Showroom für Braukonanlagen. Die werden nämlich auch dort gebaut. Tatsächlich auch heute noch wird da in der Brauerei werden auch diese Braukonanlagen noch gebaut. Und die wollten eigentlich nur einen Showroom machen, haben da so eine Gasthaus-Brauerei aufgemacht, damit sie da zeigen können, was man mit den Dingern so alles anstellen kann. Und daraus wurde dann schlussendlich die Kammerbrauerei auch mit aus der Taufe gehoben. So, abgedrehte Story, so hatte ich so nicht auf dem Zettel. Die waren ja auch eine der ersten, oder die waren die erste Brauerei, die einen Craft Beer orientierten Taproom in München eröffnet haben, den es auch heute noch gibt, meines Wissens. Ich war schon Ja, lange das nicht mehr ist ein da. Taphaus am Ostbahnhof direkt. Also falls ihr mal in Also München seid. durchaus Vorreiter. Absolut, absolut. Ich sage ja Urgesteine. Also absolute waren da ganz am Anfang schon mit bei. Auch gerade vor allem, als das in Bayern ja auch noch wirklich so gar nicht populär war. Und der fällt mir noch ein, der schon um die Zeit unterwegs war. Fritz Wülfing vielleicht hier, Naja, Alemannia aus Bonn. Der ist ja Sebastian auch. Sauer, diese ganzen, War der 2008 schon am Start? der war schon auch sehr, sehr früh dabei. Ja, crazy. Naja, auf jeden Fall gutes Bier. Ich finde es ein schönes Sommerbier, auch wenn der Sommer jetzt hier irgendwie langsam zur Neige geht. Aber das ist, finde ich, angenehm. Ich finde auch Auch so wirklich, für nachmittags. ich meine, es hat jetzt keinen großen Schaum, da könnte man vielleicht noch ein bisschen dran feilen. Aber also ich finde, das ist wirklich ein schönes Beispiel dafür, was man halt innerhalb des Reinheitsgebotes doch auch noch hinbekommt. Ich meine, ein Bier zu brauen und Orangenschale und Koriander reinzuschmeißen und dann diese Geschmäcker zu kreieren, ist natürlich in gewissen Regeln einfach. Aber dieses Bier ist jetzt schon echt eine sehr, sehr coole und gute Interpretation von dem Ganzen. Und ja, finde ich echt schon geil gelungen. Und jetzt muss man auch sagen, nur weil einer es schafft, Orangenschalen und Koriander in sein Bier zu schmeißen, heißt das auch noch nicht, dass da automatisch ein gutes Witt draus wird. Ich habe auch schon Witt getrunken, das war ja zum Vergessen. Also da ist auf jeden Fall irgendwie eine belgische Hefe drin, die dieses Meine typischere. auch, ich hab's, die habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, ich Idiot. Steht es nicht auf der Flasche? Da steht irgendwas Obergäriges, Belgian Style Obergärig. Ich meine nämlich auch, dass sie irgendwas geschrieben hatten, dass es eine belgische Hefe war. Aber Das siehst du, sie könnte. sind ja auch ehrlich. Sie schreiben ja auch drauf Belgian Style mit Bier. Das ist so wie Schnitzel Wiener Art. Also. Ist halt vom Schwein. Aber geht klar. Also kann man machen auf jeden Fall. Kamba, großes Lob. Lecker. Dann würde ich vorschlagen, wir trinken mal aus. Wir sind ja immer ein bisschen schneller als ihr, weil wir uns die Biere teilen, weil wir ja auch noch irgendwie andere Sachen zu tun haben heute. Und nein, wir gehen nicht aufs Oktoberfest. Aber deswegen mache ich dann immer hier einfach mal so eine kleine Pause und hole schon mal das nächste Bier aus dem Aber Kühlschrank. was ist denn heute, steht denn heute so an? Gibt es irgendwas Spezielles heute oder probieren wir nur Heute? die Biere? Nee, heute probieren wir nur die Biere. Das Spezielle bist ja du. Was Also du bist denn? so selten zu Gast, dass du mittlerweile sozusagen der totale Stargast bist. Das ist so wie wenn, weiß ich nicht, Thomas Gottschalk zu Wetten, dass zurückkehrt. Vielleicht wäre ich gehauen. Das ist mir so Ach, rausgerutscht. erster. Ich wollte natürlich nicht dich mit Thomas Gottschalk vergleichen. Das tut mir auch Ja, aufrichtig leid. passt schon. Ja, Juti, dann trinkt ihr mal gemütlich aus und ich hole schon mal das nächste Bier. Bis gleich. Jetzt war ich zu hektisch. Bevor ich die Pause weggedrückt habe, habe ich das Bier schon aufgerissen, aber ich halte es euch trotzdem natürlich in die Kamera. Nächstes Bier, Remonte Urhell. So, das ist abgefahren, naturtrübes Kellerbier, der ist soweit noch so gewöhnlich. Ist ja jetzt nichts Aufregendes auf den ersten Blick. Aber die Story dahinter ist ganz spannend tatsächlich.
Bei Remonte handelt es sich nämlich um eine Genossenschaftsbrauerei. Na, hier, guck mal, wie das perlt. Lecker, lecker. So, hier, Remonte. Ich muss immer alles anfassen. Wie so ein Kind im Spielzeugladen. Eine Genossenschaftsbrauerei hier aus Bayern. Und das ist ein bisschen abgefahren. Also, weil eigentlich hat diese Brauerei eine uralte Geschichte. 1500 irgendwas, ne? 98. Ja. Da gab es irgendeinen Fürstenkönig, der hat da irgendwie eine Brauerei bauen lassen neben seinem Schloss. Und hat die Brauerei dann auch danach benannt, nämlich weil sie Pferdeställe da hatten und da haben sie Remonte-Pferde gezüchtet. Ich wusste nicht, dass die gibt. Ich kenne nur Blumento-Pferde. Nein? Okay. Ganz schlimm. Sorry. Genau, die haben da diese komischen Pferde gezüchtet für Militärbedarf und Brauereibedarf, also als Arbeitsviecher scheinen irgendwie ziemliche Gäuler zu sein. Und nach denen wurde das dann benannt. Dann gab es diese Brauerei lange nicht. Und dann sind welche hingegangen und haben gesagt, sie beleben diese Tradition wieder. Allerdings nicht dort vor Ort, sondern die brauen wo? Gut Forsting. In Gut Forsting, wo wir auch brauen. Prost! Prost auch nach Forsting. Gute Leute dort. Und jetzt wissen wir ja, wenn in Forsting gebraut wird, dann kommt in der Regel immer Qualität raus. Und ja, also das mal zu dieser Brauerei. Und das ist wirklich eine riesige Genossenschaft. Ich habe mir das angeschaut. Man kann das auf der Webseite, wenn euch das mal interessiert, wie so eine Genossenschaft funktioniert. Ihr könnt da auch einsteigen, also könnt da quasi Teilhaber werden oder so eine Art Clubmitglied irgendwie. Und da sind richtig viele Leute, die da dabei sind. Und ja, Bier, was sagst du? Also erstmal zu der Genossenschaft, das wusste ich, dass es eine Genossenschaft ist und ich sehe ja die Kisten und so auch immer. Ich weiß, dass die in Gut Forsting brauen, logischerweise. Ja. Aber tatsächlich habe ich mich nie mit der Brauerei auseinandergesetzt. Und ich glaube, ich habe auch echt noch nie eins probiert, obwohl die seit ein paar Jahren da sind. Ja, aber also irgendwie ist es so eine Parallelwelt. Es ist ja, ja. Ja, schon cool. Gut Forsting ist auch eine Genossenschaftsbrauerei, korrekt? Ja, also ich glaube, offiziell heißt es Genossenschaft oder privat geführte Genossenschaft oder sowas. Und das ist eher, ja, es ist so ein Zusammenschluss aus den Landwirten der Region, die das vor 150 Jahren oder so aufgebaut haben. Es ist auch irgendwie geschlossen, man kann da keine Anteile oder so mehr kaufen, man kann da kein Genosse mehr werden. Insofern ja, Genossenschaft. Aber irgendwie so geschlossen. Ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung hat. Ich kenne mich mit dem Genossenschaftsrecht nicht aus, aber es ist auf jeden Fall eine Genossenschaft. Gut, aber was sagst du denn jetzt? Wir sind ja hier zum Bier trinken. Was sagst du zum Bier? Ja, ich muss erstmal. Also, ich finde erstmal, dass jetzt im Vergleich zu dem Bitcoin weht einem natürlich ein ganz anderer Geruch um die Nase. Ja, klar. Sehr würzig, aber im Sinne von nicht Gewürz eben. Das ist eigentlich ein schöner Schritt. Dass man nicht mehr dieses Gewürzige hat, sondern die Würze, die man von einem Bier, von dem Malz eben kennt, die findet man sehr, sehr intensiv. Man sieht es ja auch, es ist Bernsteinfarben, was natürlich heißt, dass da Karamellmalze drin sind, die entsprechende Farbe und natürlich auch eine entsprechende Süße mit sich bringen. Das ist ja fast schon nicht mehr Bernstein, das ist ja schon fast Kastanie eigentlich, oder? Und es schmeckt natürlich auch, es ist sehr, sehr kräftig. Hat auch eine gescheite Herbe für ein helles, urhell ist es. Ja, also ich finde es tatsächlich ziemlich gut, ziemlich gelungen. Ja. Das ist ein sehr einfaches Bier oder ein einfacher Bierstil, aber, aber lecker. Hat wirklich Dampf. Also es schmeckt ziemlich, ziemlich geil. Ich finde auch jetzt vom Aroma her ziemlich cool und es hat Hand und Fuß. Und klar, das ist jetzt nichts wahnsinnig Aufregendes, nichts, wo man jetzt sagt, meine Güte, da explodieren einem sämtliche Geschmacksknospen. Aber das passt ja auch. Also es muss ja auch, ich mag solche Biere ja auch. Das ist ein gutes so
Zu so einem Mittagessen, wie wir gerade hatten. Da passt sowas total gut dazu, finde ich. Ich finde ehrlich gesagt, das ist auch, es hat eine wirklich eine intensive Bittere. Findest du? Die aber als perfektes Pendant zu der Süße, die es hat, einfach, das einfach wahnsinnig gut zusammenpasst, weil das Bier ist süßlich im Vergleich zu jedem Hellen, das man kennt, fällt aber nicht ins Gewicht, weil die bittere, diese doch eher kräftige Hopfennote für ein Helles, das einfach wirklich als Gegenspieler super arbeitet und kann man echt kann man sich gut reinscheppern. Ja, viel mehr kann ich euch jetzt zu Remonte leider nicht erzählen. Aber wie gesagt, checkt doch mal deren Webseite aus, da gibt es auch ganz lengthy diese Brauerei-Geschichte auch und sie erklären dann auch, wie das alles mit der Genossenschaft funktioniert und wie ihr da teilhaben könnt, wenn ihr das... Und was sind jetzt Remonte-Pferde? Sind die besonders groß oder besonders... Das sind so Arbeitsgäuler. Also was ist jetzt, ich meine, auf dem Oktoberfest-Umzug, da sind ja diese sogenannten, diese, wie heißen die, Warmblüter oder Kaltblüter oder... Also jetzt... diese richtig dicken Pferde. Ja, solche Oberschenkel. Ja, solche müssen das wohl auch sein. Also die wurden irgendwie fürs Militär genutzt. Was haben wir denn das dabei? Ich wollte gerade sagen, weißt du, jetzt habe ich mir bald 10 Jahre hier Bierwissen auf dem Buckel geschafft. Jetzt kannst du nicht erwarten, dass ich auch noch Pferdeexperte werde. Ja, bin schon. Ich weiß, wie ein Schimmel aussieht. Oder ich weiß, dass es Pferde gibt, die Haflinger heißen. Und ich weiß, dass man über manche Menschen sagt, die haben Arsch wie Brauereigaul. Also Ausbildung der Remonte. Schaut schon aus wie ein normales Pferd, würde ich sagen. Ja, aber die sind wohl sehr kräftig. Und sehr, wie gesagt, die wurden halt auch, also unter anderem nicht nur für die Brauerei, sondern für den Ackerbau dort und so, sondern auch eben fürs Militär. Züchtet und so, also die müssen auch irgendwie dann schon was abkönnen. Also, egal, wir sind hier nicht der Wendy-Video-Podcast. Noch nicht. Noch nicht, vielleicht nächstes Jahr dann machen wir so eine Pferde-Special. Kommt da was über den Hopfen? Also, es ist wahrscheinlich eher klassisch alles. Ich konnte über den Hopfen nichts rausfinden tatsächlich, aber ja, ich gehe mal davon aus. Da hätte man jetzt, shit, ich hätte natürlich den Forstling anrufen können, wenn ich fragen können. Die hätten es mir bestimmt verraten. aber ja, ich weiß nicht, die Malzmischung, die lässt schon auch so ein bisschen, zumindest die, ist eine leichte Erinnerung an was Rauchiges, weil es irgendwie, ist schon irgendwie was, ja, Rauchiges ist ein bisschen falsch, aber... Ich weiß schon, was, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Auch, ja. Vielleicht auch kreiert durch diese Hopfenbittere, die den Malz, das Malz unterstreicht. Und könnte sich vorstellen, dass früher Biere tatsächlich so geschmeckt haben, weil die ja mit Rauch getrocknet wurden. Also das Malz, was man ja zum nass machen muss, um es zum Keimen zu bringen, muss man zum Trocknen halt irgendwie mit warmer Luft durchlüften. Und das war früher natürlich mit Feuer möglich. Und deswegen haben die Biere halt sehr rauchig geschmeckt. Könnte. Ich finde, Ur passt in dem. Urhell passt. In dem Kontext passt. Also das Bier passt, da passt Ur irgendwie als Begriff dazu. Ja, ich finde es echt, das ist ein schönes Trinkbier. Mhm. So kann man gut machen. Gut, ich trinke mal einen Schluck noch aus und hole schon das nächste Bier. Heute geht das hier ratzfatz. So, schon wieder da. Wir mussten kurz klären, ob wir vielleicht so für diese Pausen zukünftig so ein Jingle einbauen, wo immer so ein kleiner Bierman durchs Bild fliegt oder so. Mal gucken, was euch da noch alles erwartet. Till hat keine Ahnung, wie lange das dauert, wenn ich das alles einzeln auseinanderschneiden und dann wieder zusammenschneiden und dann wieder rendern muss. Aber ey, du. Ist mir auch egal. Ja, ja, klar. Stunden bringen das Geld, ne? wir machen weiter. Wir bleiben noch ein bisschen im traditionellen Bayern, bevor wir nachher ein bisschen steil gehen, auch mit der anderen Sachen. Zack, schön Rama dunkel. Ich freue mich drauf. Schön Rama, geile Brauerei tatsächlich. Und ich bin ja großer Dunkelbier-Fan, bekanntermaßen.
Deswegen kriegt der Till jetzt weniger und ich mehr. Und dann schauen wir mal. Es gibt ja wahnsinnig viele, also ich kenne wirklich viele Fans vom Schönrahmer Hell. Ja, mach deins halt ganz voll. Ja, ja, klar. Na ja. Wenn du mir hier so Schneide- und Ränderaufgaben aufs Auge drückst, kriegst du weniger Bier. So, also, Schönrahmer Dunkel aus. Schönrahm. Da kommen die her. Schreiben sie auch drauf. Traditionell und handwerklich daheim gebraut. Muss ich ehrlich sagen, finde ich schon immer ein bisschen abschreckend, wenn Leute. Also in Mundart, überhaupt solche Sprüche auf Flaschen finde ich schwierig. Aber dann. Also in Mundart auch noch, muss das sein. Egal. Traditionelle offene Gärung, könnt ihr alles hinten nachlesen. Halt. Ah, pardon. Anfassen, natürlich. Aber kommen wir mal hier zum Bier. Prost erstmal. Das ist das einzige Bier, das ich schon vorher mal probiert habe, von allen, die wir heute haben. Tatsächlich. Ich finde es lecker, nicht ganz so lecker wie unser dunkles, aber das ist halt auch schwierig daran zu kommen, weil das ist mein Go-To-Bier bekanntermaßen. Schönrammer auch tatsächlich eher eine ja, sehr traditionelle Brauerei. Was extrem cool ist, ist bei denen, dass sie, also natürlich alles nicht pasteurisiert, alles eben hier ne, oldschool gebraut, sehr, sehr handwerklich. Und was ich aber richtig toll fand, und das wusste ich nicht bis dato, dass die komplett nur mit regionalen Bauern arbeiten. Also auch für ihren Hopfen und so. All das ziehen die dort aus der Umgebung und machen mit den Landwirten da vor Ort auch wirklich so ewig lange Verträge. So dass sie quasi in ihrer Versorgung abgesichert sind, aber die Landwirte auch in der Abnahme gesichert sind und dann halt wissen irgendwie so, okay, cool, das läuft. Und das, ja, ich würde sagen, bei so einer eher in Anführungsstrichen konservativen Brauerei wie Schönrahmer geht das dann auch. Also, weil die brauen jetzt keine ganz groß experimentellen Biere, sondern bleiben da schon sehr bei ihren Leisten, bei den Traditionsbieren. Weiß gar nicht. Und ich will dich nur nicht unterbrechen, aber der Braumeister von Schönrahmer ist ja Erich Toft, beziehungsweise ich hoffe, dass es noch ist, weil er hatte mal gesundheitliche Probleme und ich weiß nicht so genau, wie das ausgegangen ist, aber ich glaube, er ist noch da oder ich hoffe es eben und der ist auch eine Art Vorreiter für die deutsche Craftbeer-Szene, weil er quasi ja, wenn nicht der wirklich allererste war, der eben IPA nach Deutschland gebracht hat und okay. Eben auch gebraut hat. Was siehst du mal, das wusste ich nicht. Guter Mann und auch ein Vorreiter und auch ein absoluter Perfektionist, wenn es um die Qualität geht. Also der hat, kurzer Ausflug, Entschuldigung, aber im Hopfen, im traditionellen Hopfen ist so, dass eine Sorte wird in der ganzen Hallertau angebaut und quasi als eine Sorte dann veredelt, also sprich gereinigt und zu Pellets verarbeitet. Und das ist aber ein Begriff, eben das hatten wir glaube ich auch schon im Bierabo irgendwann mal vor Jahren, dass es im Wein den Begriff Terroir gibt, der eben Auskunft darüber gibt, wo und unter welchen Situationen und Bedingungen und Boden diese Weinreben angepflanzt wurden. Was es beim Hopfen eben nicht gibt, aber was genau identisch ist, dass du dieselbe Sorte 20 Kilometer weiter einfach komplett anders schmeckt, weil mehr Sonnenstunden, mehr Luftfeuchte, ja. Hanglage, keine Ahnung, ist ein bisschen Boden. Anders. Ja. Am Schluss ist es eine Sorte, aber Erich Toft hat eben schon vor Jahren angefangen, in die Hallertau zu gehen, mit den Bauern zu reden, in die Hopfenfelder zu gehen und quasi nicht die Sorte als Sorte zu betrachten, sondern als Feld. Und wenn du dann quasi sagst, so dieses Feld von Bauern XY, die Sorte Perle eben, absoluter Klassiker, Standard, nichts Besonderes, aber auch also hochwertig, aber nichts Spektakuläres. Dieses eine Feld an dem und dem Ort, das hat auf einmal bam, eine fruchtige Note, die du in der breiten Masse der
Sorte Perle nicht findest oder nur ganz untergeordnet. Und das hat er schon immer gemacht. Also da unfassbar viel Liebe zum Detail, wenn es um die Rohstoffe geht. Stark. Richtig geil. Ja, seht ihr, ich schütze mir gleich drüber. Dafür laden wir dich ein. Also nicht, dass du das Bier verschüttest, sondern damit du hier auch mal so Klönschnack, die Details aus den Tiefen der Hopfenbauern und der Brauer erzählen kannst. Das ist ja so Background-Wissen. Hatte ich jetzt nicht. Ich kenne auch, um ehrlich zu sein, also von Schönramer. Das Helle haben wir in der Bierkiste. Genau, das Helle haben wir in der Bierkiste, das Dunkle jetzt auch. Also ich kenne aber von denen jetzt keine groß experimentellen Biere. Wären die nicht bekannt? Doch, doch. Also die, ich weiß, dass es das mal gab und so, aber so ihre Steckenpferde sind ja schon eigentlich, oder vor allem das eine Steckenpferd ist ja vor allem das Helle. Also das ist ja so ein Bier, das geht ja weg wie warmes Semmel. Das sieht man ja auch teilweise am Hahn in München sogar. Ja, also das ist schon echt abgedreht. So. Und das meinte ich jetzt mit mehr so, also ihre Steckenpferde sind eher die traditionellen Biere. War zumindest so immer mein Eindruck. Genau, und ja. Und da passt das ja dann, wenn man mit so lokalen Bauern arbeitet irgendwie und sagt, hey, wir holen da unser Zeug für irgendwelche eventuellen experimentelleren Ausflüge, da werden sie ja vermutlich dann eben, genau wie du gesagt hast, da genau solche Ausflüge pro Feld unternehmen und die einzelnen Felder untersuchen. Aber mega cool, finde ich total geil, dass Leute sowas dann auch machen. Also das ist ja so, man kann ja auch, sage ich jetzt mal, relativ einfach hingehen und kann sagen, so, hier, ich bestelle Hopfen XY bei einem der Großlieferanten. Der kommt halt dann und dann weiß ich, wie der schmeckt. Ja, voll. So ist es ja auch das normal. Machen ja auch die allermeisten, genau. Und dann so dieses Nerdtum, wirklich rauszugehen und zu sagen, irgendwie so, hey cool, ich wie sagt man da eigentlich? Wie? Ich teste mich durch die Felder. Also beim Hopfen nennt man es Bonitieren. Boni? Mit I oder mit ja, E? Boni. Bonitieren. Hopfen bonitieren. Tja, schon wieder was gelernt. Das ist, es nimmt kein Ende hier. Hast du noch irgendwas beizutragen? Bestimmt. Erzähl doch mal, was du von dem Bier hältst. Also ich finde es auch hier wieder, es schmeckt so ein bisschen wie dieses Urhell, noch aufgeblasen, also alles noch intensiver. Aber mehr Farbe, mehr Malz, Aroma. Ich finde auch, dass man hier wieder diese leichte Erinnerung an das möglicherweise Rauchige hat. Es ist nicht rauchig, definitiv nicht, aber es hat so diese Erinnerung, was wahrscheinlich an Röstmalz liegt. Auch Farbe kriegt man ja mit geröstetem Malz hin. Ja. Aber es ist deutlich weniger bitter. Auch einfach hier wieder, eigentlich ist es wirklich grundsolide bis perfekte Braukunst, weil es einfach hat nichts, keine Ecken, keine Kanten, es ist perfekt. In den Grenzen dieses Bierstils perfekt. Und ja, deswegen haben wir es ausgesucht. Also es geht ja auch nicht immer nur darum, nur das nächste verrückte auf dem sonst was crazy. Auf dem Etikett steht ja auch in der Zutatenliste die Zutat und vor allem Zeit. Gab es noch nicht mal eine Brauerei, die da Ärger bekommen hat, weil sie Liebe oder so als Zutat aufgeschrieben hat und die Lebensmittelüberwachung gleich so durchgedreht ist? Irgendwas klingelt da, ja, aber ich weiß nicht mehr. Zeit ist aber die absolut wichtigste Zutat im Bier, was man bei allen, wirklich allen Großbrauereien vermisst. Willst du die Geschichte wieder erzählen? Wo warst du denn? In Berlin? Will ich nicht erzählen, aber... Ja, also Zeit ist es, woran Großbrauereien natürlich als allererstes sparen, weil es die einfachste Art und Weise ist, mehr Bier aus einem gegebenen Sudhaus rauszuholen, ist einfach die Produktionszeit zu verkürzen. Das ist absoluter Standard, deswegen ist von großen Brauereien das Bier im Sommer auch immer besonders schlecht. Da ist die Nachfrage groß. Und von ganz großen Brauereien ist das Bier deswegen auch ziemlich billig.
Weil das kommt noch hinzu. Wenig Lagerkapazitäten brauchen. Und statt das alle sofort abfüllen und wegkarren. Genau, und Bier ist einfach ein Lebensmittel, was Zeit braucht. Die Lagerung ist sowas von entscheidend dafür, dass die Aromen und die Inhaltsstoffe homogen ineinander gehen, dass es eine runde Geschichte wird und dass es einfach bekömmlich und lecker und einfach ein gutes Produkt wird. Und das merkt man hier einfach. Ja, das ist nun wirklich eine runde Geschichte, das kann man nicht anders sagen. Also mir schmeckt es, wie gesagt, wird jetzt nicht mein Favorite Dunkles, aber ich finde es lecker. Und Dunkles schmeckt ja auch oft, viele, auch hier wieder Kritik in die Richtung Großbrauerei ist, man kann ja auch Bier färben, das ist ja auch innerhalb des Reinheitsgebots gedeckelt, kannst du sogenannten Röstmalzextrakt, das ist quasi eine honigartige oder noch fester, richtig dickflüssige, dunkelschwarze Pampe, Malzextrakt, das als Bier bezeichnet wird, weil ein symbolisches Stück Hopfen reingeschmissen wird. Und dieses Röstmalzextrakt kannst du eben auch dem Bier, einem hellen Bier beimengen und dadurch wird ein helles Bier dunkel. Das kann man vor der Abfüllung tun, hat in der Produktion keine Probleme mit anderen Bierstilen. Ist tatsächlich Usus bei Großbrauereien. Kann man aber auch wirklich sofort entlarven. Wenn ein dunkles Bier einen hellen weißen Schaum hat, dann stimmt was nicht. Sollen wir einen Namen nennen? Nee, der hat schon da eindeutig eine durchaus bräunlichere Tönung. Schönes Bier. Wir hoffen, dass, wie heißt der Kollege? Erich Toft bei bester Gesundheit ist und immer noch in schönen Rahmen am Brauen oder irgendwo anders. Vielleicht auch, weiß ich nicht. Barbados oder sowas. Ich habe nicht gehört, dass er nicht mehr da sein sollte. Na denn, wie gesagt, hoffen wir mal, dass ihm gut geht. Wenn es jemand von euch zufällig weiß, könnt ihr es ja gerne dann in die Kommentare schreiben, die wir selten lesen, aber ihr könnt es ja mal reinschreiben. Schauen wir mal. Ich mache an dieser Stelle wieder eine kleine Pause und hole neues Bier. Bis gleich. Bierman. So, jetzt geht's weiter. Wir verlassen das schöne Bayern, so hübsch und pittoresk es auch sein mag, und bewegen uns in Gefilde, in denen waren wir in letzter Zeit sehr oft und lustigerweise eigentlich wirklich fast immer mit derselben Brauerei, weil wir ja auch große Fans von denen sind. Wir sind mal wieder in Irland und O'Hara's ist am Start, natürlich. Alles, was zu O'Hara's zu erzählen gibt, habe ich schon ausführlichst mehrfach erzählt. Keiner von euch ist neu, das heißt, ihr könnt das, habt das alles schon gesehen und kennt das. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal eher in diesem Fall auf das Bier, nämlich das Hop Adventure. Und das ist ganz abgefahren, weil die letzten Biere, die wir von O'Hara's hatten, waren ja immer relativ traditionelle Stouts, beziehungsweise dann mal noch das veredelte Stout natürlich. Aber jetzt zeigt sich O'Hara's eben nicht nur, hier machen nicht nur klassische irische Biere, sondern in diesem Fall ein Single Hop Pale Ale, nee, IPA sogar. Und das Coole ist, diese Hop Adventure, das ist eine Serie von Bieren, die die machen, wo sie jedes Mal einen Hopfen vorstellen, deswegen Single Hop auch tatsächlich, in dem Fall mal auch mittlerweile fast nicht mehr gewöhnlich, ne? Bei so Craft-Brauereien, das ist ja mittlerweile eher der Standard, dass 2, 3, 4 Hopfen zum Einsatz kommen. Hier wirklich mal wieder ein klassisches Single Hop, wo es wirklich nur um einen Hopfen geht. Alles gut. Alles gut, wir sind da nicht so. Schluss mit den Pietäten jetzt hier, es wird gesoffen. In diesem Fall seht ihr es ja auch hier unten schon, da steht es ja, der Strata-Hopfen, der wird hier gefeatured. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Achso, du willst. Ja, meine Güte. Prost. Prost.
wohl sein. Ich hoffe, euch schmeckt's. Puh. Aber der wird jetzt also in diesem Single Hop IPA wird eben wirklich exakt nur ein Hopfen verwendet und der wird in allen Prozessen verwendet, also im Heißbereich, im Kaltbereich. Dry Hopping haben wir ja auch schon öfter mal erklärt. Und genau, hier, ich habe so einen Spickzettel mir gemacht, das fand ich ganz nett. Die Trockenhopfung bringt mehr Grapefruit und Cannabis. Andere Beschreibungen sind Passionsfrucht, Passionsfrucht, Erdbeere und feucht. Wie feucht schmeckt? Ich habe keine Ahnung. Verwegen das Adjektiv. Ja, also dann hat aber unser Importeur, der liebe Achim vom Brauart, hat das auf seiner Webseite so hinterlegt. Fand ich lustig und hab's das. Das ist dann wie so eine Google Translate Fail Nummer. Ja gut, aber was soll dann Fluid, keine Ahnung. Moist? Ist auch nicht schön. Moist ist eh ein schlimmes englisches Wort, finde ich. Ist halt irgendwie weg das unangenehme Assoziation. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, was damit gemeint sein könnte, aber es gibt beim, wenn Biere stark gehopft sind, gibt es ja auch den Begriff Dank. Der auch, hatten wir auch schon hier im Bier, wo der ist kein, auch allein der Begriff sagt eigentlich, das ist scheiße. Ja. Dank hört sich an den Mülleimer irgendwie. Und, damn, that's Dank. Und ja, es hört sich irgendwie stinkig und muffig und auf jeden Fall ist es auch tatsächlich so, wenn ein Hopfen, wenn so viel Hopfen drin ist, dass dieses Fruchtige zu so dem Grasigen der Pflanze übergeht und halt so intensiv wird, dass du denkst, du beißt in eine Pflanze auch einfach rein, in der Hopfendolde, dann nennt man, spricht man von Dank. Ich bin da super empfindlich, finde es gar nicht geil und das dann wird dann bei dem Double Imperial Whatever New England IPAs wird es ja noch auf die Spitze getrieben, dass teilweise, also mir geht es zumindest so, die Biere scharf wirken und so echt scharf in die Speiseröhre runterlaufen, weil es so intensiv ist. Also du warst immer ein Riesenfan von den ganzen Stone Brewing Sachen mit 58 IBU. Genau, überhaupt nicht mein Ding. Wir bewegen uns hier definitiv für meinen Gaumen an einer sehr scharf an der Grenze. Ich finde es noch okay. Ich finde es noch okay, aber für mich ist schon, also dieses Glas wird mir reichen. Das ist schon krass. Ist von der Aromatik schon in dieses, kippt schon stark in dieses Dankige rein. Ja. Ins Dankige. Vielleicht meinen die das mit Moisture? Keine Ahnung, was das sonst noch bedeuten könnte. Keine Ahnung. Ich auf jeden Fall verwegen auch, dass man so viele Früchte aufzählt. Was? Mango, Erdbeere, Grapefruit? Ach, hier wird alles Mögliche. Hier, diese Ausgabe präsentiert Strata. Der Strata-Hopfen hat viele Schichten von verschiedenen Fruchtaromen getrocknet und frisch verankert mit einem getrockneten Chili-Cannabis-Funk. Späte Hot-Side-Zugaben mit Strata bringen Schichtungen von abgerundeten tropischen und klaren frischen Fruchtaromen zum Vorschein und dann eben die Trockenhopfung mehr Grapefruit und Cannabis. Und abgerundeten Aromen. Also es ist alles. Da hat ein Marketing-Experte hat wirklich alle positiven Worte versucht in einem Satz zu verarbeiten. Ja, aber ich finde nichtsdestotrotz die Idee ganz cool und ich finde es schön, dass so eine Brauerei, die so berühmt ist wie ihre ja doch eher traditionellen Stouts, dass die dann mit sowas um die Ecke kommen. Also ich meine, es gibt O'Hara's Pale Ale und dann gibt es die zwei Stouts, die ich kenne. Die machen dann noch, klar, immer so alle Nase lang irgendwie mal andere Sachen noch. Red Ale, glaube ich, machen sie noch. Und, aber jetzt mal so ein crazy Ding um die Ecke zu kommen und diese Idee, da wirklich einen Hopfen ins Zentrum zu stellen, die finde ich eigentlich ganz cool. Also ich finde das so ganz geil, mal so sozusagen, okay, komm, wir nehmen den jetzt mal und stellen den auf so ein Podest und schauen mal, was passiert. Machen wir nebenbei auch mit dem Pale Ale. Ja, klar. Aber nur am Rande natürlich eigentlich. Ja, ich wollte jetzt nicht schon wieder da drauf rumreiten. Apropos Pale Ale von uns. Falls ihr aus München kommt und am Wochenende noch nichts vorhabt, ab Freitag trefft ihr meine Wenigkeit beim Craft Beer Oktoberfest im Fat Cat. Das ist das ehemalige Gasteig, ist jetzt so eine Zwischenlösung, Zwischennutzung da. Und da findet das Craft Beer Oktoberfest statt. Man zahlt einmal Eintritt und dann kann man so viel trinken, wie man möchte. Also ihr zahlt nicht mehr am Stand.
Eigentlich ganz cool. Das ist ein cooles Konzept, kennen wir auch aus England, Irland. Die Inselvölker waren uns da irgendwie voraus. Und ja, schönes Konzept. Mal gucken, was da gibt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Pale Ale haben wir auch mit am Start. Können wir uns auch dann über Hopfen unterhalten, falls ihr da Bock drauf habt. Zu essen gibt es auch was, also nicht bei uns am Stand. Aber gibt da irgendwie so Food Trucks und es gibt auch irgendwie Musik und tralala, das Übliche. So wie das halt so auf und zu geht bei so Craft Beer Festen. Auf jeden Fall finde ich es eine schöne Alternative zu dem eigentlichen Oktoberfest, das hier unweit von der Kneipe hier stattfindet. Damit kann man mich persönlich ja jagen. Zurück zum Bier. Ja. Das Pale Ale, also unser Pale Ale, haben wir auch einmal mit Strata gebraut. Ist noch gar Tatsächlich. nicht so lange her, ne? Ja, es ist nicht ewig her, Vor nee. zwei Sonnen oder so? Weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall, ich fand diesen, in meinem Geschmack war es eines der besten Pales. Das ist ja sehr individuell, sehr. Und aber ich fand Strata eben so geil, weil er ein sehr fruchtiges Aroma hat. Dieses fruchtige, hopfige, was man so kennt. Aber dieses ist nicht so überlagernd wie bei den meisten Hopfen. Sprich, es hat quasi das Bier, den Malzkörper und der Hefe auch noch Raum gelassen. Und man hatte fruchtige, hopfige Noten, aber man hat dieses Bier auch noch geschmeckt. Und das fand ich so geil. Und ich finde, dass man das hier ist sehr, sehr viel mehr Hopfen drin. Es ist super intensiv, eben wie schon mit dem Begriff Dank beschrieben. Es ist schon an der Grenze zu viel, aber dennoch, wenn man Für reinriecht und dich. schmeckt, für mich, klar, super, super individuell. Aber auch hier, wenn ich hier reinrieche und reinschmecke, super heftige Hopfennoten, super intensiv, aber dennoch lässt der Raum für das Bier. Und das finde ich mega geil, dass du dieses Bier trotzdem noch schmeckst, dieses Malz, irgendwie die Hefe, was jetzt nicht so richtig definiert ist, weil wir nicht wissen, was mit was da gebraut wurde, aber. Aber ist das nicht genau auch das, Und das finde ich, ist mega geil. dass das auch das ausmacht, dass sie ja wirklich nur einen Hopfen benutzt haben? Nee, das ist die Hopfensorte. Ja, schon klar, aber hat das nicht auch noch was damit zu tun, wenn man jetzt sich anschaut, was gerade so trendy ist in der Craft Beer Szene, haben wir ja auch schon öfter mal was drin gehabt. Double Dry Hop New England Absolut. IPA, wo über alles mit Hopfen drüber gebügelt wird. Und dann vier verschiedene Hopfensorten, alles Double Dry Hop, Pipapo. Du schmeckst ja nichts mehr anderes. Deswegen Das sage ist ich ganz der. oft, dass sie halt diese Biere schmecken für mich dann einfach nur noch nach Saft mit Alkohol. So, und das ist dann, ja. Und genau das ist der Punkt. Wenn du dieses Bier mit Simcoe, einem der alten Sorten, die aber sehr intensiv sind vom Aroma, wenn du das brauchst, wirst du von dem Bier nichts mehr schmecken, weil dieser Hopfen alles überlegt und überlagert und einfach zu intensiv wird. Und Okay. hier haben wir eine sehr hohe Gabe, was man daran merkt, dass es dieses Dank-Hege, wie ich es jetzt einfach mal nenne, Aroma hat. Aber dennoch lässt der Hopfen Strata einfach, lässt das Bier durch. Und das finde ich, Ja. das, also ich bin ein harter Strata-Fan. Ich glaube, das ist eine der besten Hopfensorten, die es gibt für die Zukunft, wenn man irgendwie ein geiles Bier entwickeln will, was alles hat, Strata, Und siehst glaube ich. du, da können wir jetzt machen wir, ja, weil ich habe diesen Monat leider keine Platte des Monats dabei. Ich wollte euch eine vorschlagen, aber dann dachte ich mir, die Autobahn. hört ja dann doch wieder keiner. Was? Autobahn? Entschuldigung. Was denn? Dachte, vielleicht machen wir mal Tills Hopfen Top 3. Deine Top 3 Hopfen, wo du sagst so, Beste das ist Hopfen, Chinook, Ultimo. außer Frage, ist im Hellen drin. Zweitbester Hopfen, auch im Hellen drin, Tettnanger. Und dritter Hopfen, ja, ich meine, das kann man nicht sagen, weil beim Hopfen ist so viel das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Hopfensorten oder auch der Hefe und so, da. Du kriegst auf einmal, du denkst an nichts Böses und hältst dich an quasi die vorgegebenen Beschreibungen. Und
und denkst so, ja, das muss jetzt irgendwie, weiß ich nicht, grapefruitig werden und auf einmal schmeckt es nach Erdbeere, weil der Hopfen mit der Hefe irgendwas in eine Symbiose eingeht, die Erdbeere triggert. Hatten wir im Pale Ale auch schon. Deswegen Hopfensorte, ja, man kann es glaube ich daran nicht festmachen, aber also Chinook ist einfach ein super stabiler, super geiler Hopfen. Ja. Tettnanger ist ein All-Time-Classic. Mega geil, super hochwertig, super mild und geiles, hopfiges Standardaroma so. Ja, den findet man ja auch viel in sehr traditionellen. Genau, mit dem. Aber ich habe zum Beispiel mal im Studium mit, was war das? Ich glaube Taurus. Taurus ist so eine uralte Bittersorte und Cascade, dem der Hopfensorte, mit der quasi die Craft Beer Szene zu blühen begonnen hat. Und dieses Bier war ein Pilz mit diesen zwei Hopfensorten. Das war so unfassbar. Das war unfassbar geil. Die Mischung dieser zwei Hopfensorten war. Das war der Shit, Mann. Warum hast du es nie wieder gebraucht? Keine Ahnung. Ich denke jetzt erst zum ersten Mal wieder drüber nach. Wenn es demnächst mal ein neues Bier gibt. Und ja, keine Ahnung. Strata, Strisselspalt aus dem Weißbier, mega geil, weil super, super mild und leicht zitronig. Finde ich auch extrem geil. Eine der besten Sorten meiner Meinung nach. Und auf jeden Fall, wenn wir Richtung Pale Ale IPA denken, würde ich sagen Strata oder wie auch immer. Mhm. Das hat auf jeden Fall in meinem Gaumen ist es eine der besten Sorten. Relativ neu, glaube ich. Also. Ja, ich meine, dass du das damals auch gesagt hättest, dass das relativ neuer, moderner und vieles. Naja, also auf jeden Fall lecker. Ich finde es, wie gesagt, ich finde es nicht zu grasig. Mir geht es noch gerade. Also, es ist Geschmackssache. Aber ich mag so diese super. War krass, also diese Stone-Dinger, das war immer so, ja, da trinkt man mal einen Schluck irgendwie und es ist so, ja, lustig, okay, ihr habt da irgendwie Bitterness 3000, ja, aber das war's dann halt auch, das ist so wie irgendwie in so einem, wie so Leute, die in so Currywurstbuden gehen und dann sagen, ich will die extra scharf, was habt ihr, 1 Million Scoville, nehme ich. Ja, was hast du davon? Also, ist natürlich wieder, ist super individuell, weil es Stone hat ja auch eine krasse Fanbase. Also viele Leute gehen natürlich hart ab drauf. Ja, ja, klar, aber. Und es ist ja auch gut. Aber ja, qualitativ nicht schlecht, überhaupt keine Frage. Das ist über die Predigten von den Herren, mag man denken, was man will. Ein gut, die hat er jetzt auch bleiben lassen, der ist ausgestiegen. Ist, Greg Koch. Ja, der ist ja weg vom Fenster. Ist er? Der ist ausgestiegen, meine ich. Ja, ja, der hat sich doch da irgendwie zur Ruhe gesetzt mit seiner. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Millionen. Fährt jetzt irgendwo Jetski. Soll er mal machen. Und wir machen hier mal weiter mit dem nächsten Bier, weil bis zu den Millionchen ist noch ein bisschen. Dann seht ihr von uns auch nichts mehr. Oder zumindest von mir. Dann liege ich noch irgendwo am Strand. Ich hole mal das nächste Bier. Deswegen bleibt der Franz für immer. Damn it! So, sind wir wieder da. Einmal schön auf den Pit gegangen. Und jetzt geht's weiter. Und wir bleiben gleich direkt in Irland. Und wie könnte es anders sein? Wir bleiben natürlich bei O'Hara's. Zack. Freebird White IPA. Was ein White IPA ist, damit werden wir uns gleich beschäftigen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nie getrunken. Aber geil, dass die wirklich jetzt die ganze Zeit mit so crazy Shit um die Ecke kommen, finde ich super. Finde das ja immer toll, wenn so Brauereien, die, also O'Hara's ist ja eigentlich verhältnismäßig neu noch, also oder verhältnismäßig jetzt auch schon eine ganze Weile, aber ist jetzt keine super Traditionsbrauerei wie irgendwie Riegele oder sowas, aber man merkt ihnen an, dass sie eine sehr lange Brautradition so mit sich rumtragen. Und ich finde es immer toll, wenn solche Brauereien dann ihr quasi althergebrachtes Wissen mit neuem verrückten Scheiß mischen. Freebird White IPA. Ich stelle die Flasche jetzt absichtlich ganz weit darüber, damit Till nicht rankommt. So, Farbe ist schon mal, ich sag mal, trüb. Prost. Zum Wohl. So, auch da muss ich auch ein bisschen auf meinen Spickzettel gucken. Aber ich finde es cool.
Es ist eine Mischung aus einem Wit Weißbier. Und einem IPA. Ah, Wit. Es ist eine Mischung aus einem Wit und einem IPA. Und sie haben einen belgischen Hefestamm drin, tatsächlich. Und haben Orangenschalen da reingeschmissen. Und haben aber gleichzeitig wohl Hopfen, die im IPA vorkommen. Also natürlich auch, man schmeckt es ja schon ein bisschen, relativ massiv Hopfen. Jetzt will ich mal kurz gucken, ob ich hier... Nee, genau, sie haben nämlich nicht gesagt, welche Hopfen. Aber eben diese Kombination, belgische Hefe, also wieder zurück zum Anfang von heute Vormittag. Das Chiemsee Witt, ihr erinnert euch vom Start, hier jetzt in der Form eben auch wieder belgischer Hefestamm, aber in dem Fall auch tatsächlich mit Orangenschalen. Koriander haben sie nicht erwähnt, finde ich spannend. Und das gemischt mit den Hopfenaromen von einem IPA. Dabei aber tatsächlich gar nicht so stark. Ne? Müssen wir nochmal die Flasche bitte? Ich glaube 5,0 tatsächlich. 5,0, ja. Ne? Das ist ja noch wirklich relativ zahm. Ich finde, also diese Inhaltsangaben, da könnten sie sich irgendwie mal was einfallen lassen, so für den Export. Also wer kann denn das da hinten drauf lesen? Ich bin 43, bin wirklich noch nicht alt und meine Augen sind eigentlich ganz gut, aber da kriegst du auch Zustände. Und? Was sagst du? Ja, ich bin jetzt ein bisschen von der Beschreibung überwältigt. Also, ich meine, White IPA ist ja... Der erste Trigger ist White Stout. Aber mhm. White Stout ist ja quasi ein Bier, das die Stout-Aromen hat, aber halt hell ist, also gelb und nicht schwarz. Und dadurch ein bisschen weird ist. Und dann der zweite Gedanke, das war der erste, und der zweite Gedanke ist natürlich, IPA ist ja immer gelblich, hell, also ja. White spielt in dem Fall nicht auf die Farbe, sondern auf das Weißbier. Und das ist natürlich auch der erste Schluck, ist gleich so, uff, Weißbieraromen. Dann hast du in dem Moment schon Witbier gesagt, wo, na klar, okay, jetzt macht wieder, jetzt schließt sich der Kreis. aber ja, also es ist sehr viele Eindrücke in kürzester Zeit, die jetzt hier verarbeitet werden müssen. Ui, das kann dauern, das kenne ich. Wenn also Till mit zu vielen Eindrücken auf einmal konfrontiert wird, das geht nicht gut. Also ich würde sagen, das IPA ist am wenigsten repräsentiert, weil es schon eigentlich eher wie ein, es schmeckt wie ein hopfiges Weißbier. Ich finde auch, also ich finde diese Hefe kommt halt krass durch. Es hat, aber es ist auch nicht so, es ist schon, es hat eine Süße, aber irgendwie passt die ganz gut, finde ich. Mhm. Also die nervt nicht. Fruchtig, ja, das ist auf jeden Fall auf verschiedenen Ebenen, weil man hat eben das Hopfige, aber das Hopfige ist eben so ein bisschen hinten, das Orangenschale, weiß ich nicht. Finde ich aber ganz geil, dass es nicht so prügelt. Also ich hatte jetzt gerade beim Einschenken hatte ich schon die Befürchtung, dass es dann doch am Schluss wieder schmeckt wie in eins dieser vielgerühmten Double Dry Hops IPAs, nee, irgendwas. Schon, und schon das geil. Ist deutlich milder, da merkt man ja auch, ich meine, bisschen komisch, IPA, da geht es glaube ich in der Beschreibung vom Namen dann doch mehr um die Aromatik, als, weil ich meine, 5,0 ist ja für ein IPA nichts. Richtig, für ein Bit schon. Ja, genau. Aber also ich, ja, ich finde es ziemlich gelungen, ehrlich gesagt. Ich finde das Bier auch sehr gut, ich finde nur, glaube ich, den Begriff White IPA finde ich irreführend. Und ich würde eine neue Biersorte. Ja, aber ich würde, wenn man, ich glaube, dem Geschmack, nach dem Geschmack geht, würde ich es eher als starkes Wit bezeichnen. Also irgendwie Imperial Wit oder so. Weil es schmeckt wirklich sehr wittig. Mhm. Schon wieder so ein komischer, verdeutschter Begriff. Ja, hatte ich doch schon am Anfang benutzt. Denkig. Witzig. Also, witzig und wittig. Schmeckt wie Wit, schmeckt wie Weißbier.
Ja. Und das ist gehopft, ja, das kriegt man auch, aber es ist nicht so über drüber Ich aromatisch. find's echt gut. Mir macht's Laune. Ich finde es Da, auch gut. davon kann ich mehr trinken. Ich finde es auch tatsächlich sehr gut, aber White IPA finde ich eine falsche Bezeichnung. Ja, gut, also ich glaube allerdings, dass das jetzt schon so ein Begriff ist, auf den sich die Bierwelt jetzt geeinigt hat. Und jetzt heißt Ich höre das zum ersten Mal und ich glaube, das wird sich nicht. Bloß weil ich es O'Hara's mache, heißt es noch lange nichts. die Bierwelt hat sich darauf jetzt geeinigt. Und du wirst damit jetzt leben müssen, dass das jetzt so heißt. Ist halt so. Nein, egal. Ich bin da nicht. Weiß ich nicht. Muss ja eh alles immer probieren. Ich meine, wir Die kommen Leute schreiben ja ja viel auf die Biere drauf. theoretisch, Und also beziehungsweise auch hier wieder ein Ausflug in ja, auf die nicht rechtliche Ebene, aber auf jeden Fall, oder also Marketing-Ebene von Bier, ist, dass es ja quasi keine wirklichen Regeln gibt, wie du einen Bierstil benennst. Natürlich gibt ja. es in Deutschland das Steuerrecht, und das sagt so ab bis 11%. Stammwürze ist es ein Schandbier, danach ist es ein Vollbier, ab 16% ist es ein Bock und ab 18% ein Doppelbock. Ist so ganz Nicht klar Alkohol, sondern Stammwürze. Stammwürze, Grad Plato, natürlich nicht Prozent. Genau, und Schön, wenn jemand den Chef korrigieren darf. da regelt halt quasi das Steuerrecht, wie du ein Bier rechtlich zu bezeichnen hast. Ja? Aber zum Beispiel, ob du es Hell oder Pilz nennst, ist irgendwie individuell, weil in Norddeutschland ist ein Pilz bitter, in Bayern eben nicht. Ein bayerisches Pilz würde in Norddeutschland als helles wahrgenommen werden und insofern ist da so ein großer Spielraum in der Bezeichnung, beziehungsweise also einfach eine vage Abgrenzung. Es gibt keine klare Definition. Es gibt natürlich jetzt seit ein paar Jahren den European Beer Star, so einen großen Wettbewerb, wo die quasi mal jeden Bierstil wirklich in die Hand genommen haben und eine Art Definition erschaffen also beschrieben haben, welche Farbe, in welchem Spektrum muss es sein, um als Pilz oder als Helles durchzugehen, oder wann ist es ein dunkles und genauso wie die Bittere ist und Alkoholgehalt Aber die und haben ja auch 28 neue Bierstile Hopfenaromen. ungefähr erfunden. Und die sind noch lange nicht am Ende von der ganzen Liste, weil es Ja. wird super schnell kompliziert und super schnell unbefriedigend, wenn die Biere ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, wie zum Beispiel unser Helles. Ja. Passt da halt, seit letztem Jahr gibt es New Style Helles, aber da würde das Pilz und das Export genauso reinpassen wie das Helle. Also wir sind noch nicht am Ende. Auf jeden Fall gibt es, bloß weil irgendwer das so benennt, das heißt einfach nichts. Das ist halt Marketing und das ist ein bisschen natürlich für den Endkunden super schwierig zu erfassen, was ist denn jetzt. White IPA schlägt natürlich in die Kerbe von IPA, zieht er durch Craft Beer Fans, aber ist es ein Weißbier. Ein fruchtiges, also ja, egal. Lassen wir es dabei. Und Bezeichnung es kann man ist sich ja auch vorstellen schon oder wieder nicht? gar kein ganzes Wild, weil es ja kein Koriander drin. Es ist auch zu fruchtig eigentlich von der Also Hopfenaromatik. Aber ein IPA ist es halt trotzdem kann noch. man endlich mal ein Uli Hoeneß Zitat bringen. Das war's noch nicht. Toll. Ja, man muss auch mal ein bisschen albern Auf sein. jeden Fall lecker. Ja, was ist deine Platte des Monats? Hast du eine? Was hast du? Was im Urlaub? Zähl mal im Urlaub. Wochenlang, die Mäuse haben hier auf dem Tisch getanzt. Das war der Wahnsinn. Aber wir waren eigentlich immer schon um 1 Uhr mittags. Kugelschreiber aus dem Fenster geworfen. Also aus der Chefetage, in der wir uns eingenistet haben, mit dem 10. Stock von unserem Tillmanns Hochhaus. Tower. Und da haben wir mal die Kugelschreiber auf die anderen niederen Angestellten geworfen und uns fürchterlich betrunken. Also wie immer. Spaß beiseite, du warst im Urlaub. Hast du irgendeine tolle neue Platte gehört? Wie gesagt, ich hätte halt diesen Monat, war Mein mir Bruder dann. hatte eine gute Band ins Rennen gebracht, aber das ist, glaube ich, nicht neu. Wie hießen die? Muss ja nicht neu sein. Es reicht ja, wenn sie gut sind. Ja, ist immer so eine Sache. King King Gizzard and the Lizard Gizzard.
Ich muss gucken, vielleicht in der nächsten Pause schreibe ich mal. Es war wirklich gut, wirklich guter Sound. Aber ich habe echt vergessen, wie sie heißt. So. Tag. So, jetzt kommen hier die Angestellten vom frischen Bier. Da müssen wir jetzt hier auch gleich mal ein bisschen anziehen. Aber wir machen noch mal eine kleine Pause, auf jeden Fall. Vielleicht fällt Till derweil noch der Bandname ein. Ich erkläre so lange hier, dass wir hier noch den Stream aufnehmen müssen. Und wir sehen uns gleich. Wird super. Letztes Bier. Ich bin gespannt. Sorry, wir haben hier gerade lustige Restaurant-Ideen ausgetauscht. Jetzt kommen wir zum Thema, das ist gar nicht so lustig. Beziehungsweise, naja, es ist ambivalent, sagen wir es mal so. Wir kommen nämlich jetzt zu Liberty Brewing. Und ich sage deswegen Hey, die Ambivalenz. haben einen Toucan oben drauf. Ja, die haben einen Schon wieder ein Toucan oben. Querverweis zu unserem Pale Ja, wie kommt das immer nur? Nein, Liberty Brewing ist eine ambivalente Geschichte, weil die beiden, und ich werde überhaupt nicht den Versuch unternehmen, ihren Familiennamen auszusprechen. Ich habe es heute mehrfach probiert, innerlich, es hat nicht geklappt. Der ist sehr kompliziert. Steht er hier? Die beiden sind aus der Ukraine und sind tatsächlich aus der Ukraine geflohen, mit Beginn dieses üblen Krieges, der dort gerade wütet, oder gewütet wird, vor allem von dieser Arschgeige da in Moskau, sind hierher gekommen. Und die beiden sind beide studierte Brauer, aus der Ukraine, aus Kiew, um genau zu sein. Sie sind hierher gekommen und haben dann, Gott sei Dank bei einer Schwester von der einen haben sie Unterschlupf gefunden, die hier in Bayern lebt, und haben dann gesagt: Mach mal Ja, die was Kamera. machen wir denn jetzt? Ich halte es nochmal in die Also hast du Kamera. schon. Ah ja, Habe ich stimmt. schon mehrfach in die Ja. Kamera gehalten. Du darfst es auch gleich anfassen, Geistiger ist ja Stopp. gut. Und haben dann dort angefangen und haben gesagt: Okay, also wir können uns jetzt hier irgendeinen Job suchen, oder wir können aber mit dem arbeiten, was wir ja eigentlich ohnehin schon können. Und dann haben sie gesagt, ja, dann machen wir doch hier eine Brauerei auf. Und das haben sie dann gemacht. Sind Wanderbrauer natürlich, weil die sich jetzt nicht hier um die Ecke mal eben schnell eine Brauanlage leisten können. Und brauen bei unseren Kumpels der Holzhausener Brauerei, Ah, Munich A Brew Mafia. AKA der Munich Brew Mafia, die haben die direkt aufgenommen. Finde ich stark. Move auch tatsächlich Props an die Brew Mafia an dieser Stelle. Dario hat für die gleich nochmal einen Tank gekauft, damit sie da brauen können. Und es ist sehr lustig, es gibt einen kleinen BR-Beitrag auch, wo die da auf dem Land mal ihre Biere ausgeschenkt haben. Und also erstmal Prost, wichtig. Hierbei haben wir es jetzt mit einem, gibst du mir noch eine Flasche? Noch mit einem relativ zahmen New England IPA zu tun. Also zahm sage ich nicht in Bezug auf den Alkohol, das seht ihr selber auf der Flasche 7,5. Aber das Witzige ist, dass die dann also auch erzählt haben in diesem Bericht, dass in der Ukraine das total beliebt ist, süße Biere zu machen. Die machen ganz viel mit Beeren und Honig und so ein Zeug. Und das scheint dort vor dem Krieg, weiß nicht, wie populär das jetzt gerade ist, ob die sich so viel mit Bier trinken befassen, wahrscheinlich nicht. Aber ja, also das scheint dort auf jeden Fall deutlich populärer zu sein als bei uns. Und dann haben die hier so einen Ausschank in so einem bayerischen Wirtshaus gemacht. Und zu einem Vier-Gänge-Menü. Ist lustig zu sehen, also wie da auch die Reaktionen so sind von den Leuten, wie die da teils dann doch schon arg erschrocken sind. Wenn da irgendwie mal zwischendrin die Kamera ausblendet, dürft ihr euch nicht wundern. Da ist eine Fliege drüber gelaufen, die fliegen hier so rum. Genau. Aber ja, die sind jetzt erstmal hier. Und brauen hier eben, wie gesagt, bei unseren Kumpels von der Munich Brew Mafia, beziehungsweise eben in der von der Munich Brew Mafia übernommenen Holzhauser Brauerei.
ist da so im Allgäu bei Buchloe, glaube ich, um eine Ecke irgendwo ist das. Und ja, was sagst du? Ist halt, also ich finde, die 7,5 merkt man nicht. Also es ist natürlich kräftig, aber es ist nicht alkoholisch. Nee, finde ich auch. Es ist nicht schnapsig. Hopfenaroma auch wieder sehr intensiv. Ja. Für mich auch bewegen wir uns wieder Richtung Grenze, aber es geht. Till wird weich auf seinen alten Tage. Aber es ist, also ich finde es schon ziemlich gelungen noch. Also ich finde es geil. Ich würde es auch gerne trinken, noch auch mehr als dieses Glas. Aber es ist für mich aromatisch an der Grenze auf jeden Fall. Dann gehen wir halt gleich noch rüber in die Bierkiste, ist kein Problem. Da gibt es das Zeug nämlich. Und hier übrigens im frischen Bier, wo wir ja gerade sitzen in unserer Bar, da gibt es auch zum Beispiel aktuell, sehe ich gerade auf der Karte, das Nice Peach, ein Milkshake IPA, gebraut mit Pfirsich. Peach ist Pfirsich, oder? Ja. Aber um bei dem Bier noch zu bleiben, mir fällt es immer wahnsinnig schwer, in diesem Aromen, in diesem Hopfenaromen irgendwie eine klare Frucht zu benennen. Aber das muss man doch auch gar nicht. Es ist auf jeden Fall eher, finde ich, es geht so, also auch Nase, also Aroma geht ins Süßliche. Was du jetzt von den Bieren beschrieben hast, zwecks Geschmack, finde ich hier in der Nase, dass man hat oft irgendwie eine klare Frucht, wie zum Beispiel, also klare Frucht, eine klare Intention von Zitrone oder so. Oder Zitrus. Ja. Zitrus. Dann nehmen wir es Zitrus. Also gar nicht so klar, sondern eine Richtung auf jeden Fall. Ja, und ja. Hier, finde ich, riecht es eher so wie. Es riecht jetzt nicht wie Traube oder so, aber es hat irgendwie. Es geht in so irgendwas Süßes. So also eine super reife Frucht, die jetzt nicht irgendwie so säurelastig ist wie eine Zitrone, sondern eher halt wie eine Traube oder so. Oder eine Pflaume oder. Ohne dass es jetzt dieses Aroma ist, aber so von der Süße. So weiß eine Frucht, und denkst du so, wow, krass süß, also reif. So schmeckt es für mich. Ja, aber in diesem Fall wirklich ganz klassisch, sie spielen nur mit Hopfen. Also ja, sie haben Haferflocken mit drin. Das bringt auch Süße natürlich. Kennt man natürlich. Cremigkeit. Genau, kennt man natürlich von New England IPAs. Da ist das ja fast schon Usus, hopfenweise Mosaic Cryo, Citra Cryo, Simple. Die Cryo-Nummer ist ja auch so hoch gereinigt. Ja. Hatten wir schon. Sehr viel Blattmaterial rausgefiltert würde und es super intensiv wird und quasi aufkonzentriert. Das ist schon geil. Und ja. Es hatte auch hier wieder ein sehr starkes Hopfenaroma, sehr weit oben, aber es kippt eben überhaupt nicht in dieses Dank ab, weil Dank, das, also zumindest in meinem Geschmack ist es ja, geht es eher in dieses zu viel, du beißt in die Frucht, in die Pflanze. Das haben wir hier nicht. Glas. Hier ist es schon einfach Frucht. Also einfach nur Fruchtaroma. Geil. Ja, das klingt auch schon also, komisch, wenn man sagt, man beißt ins Gras. Aber also ich habe ja schon, die waren ja mal hier im frischen Bier, Tap Takeover gemacht, sind echt, also sie, ich habe jetzt nur sie kennengelernt, die war sehr, sehr nett und die Biere wirklich durch die Bank, wirklich absolut hochwertig. Ja, mir wurde die ganze Zeit immer das Tomatenbier empfohlen, aber ich... Rohe Tomaten und ich, wir wären keine Freunde und deswegen lasse ich das aus. Aber auf ja. Liberty, eine absolute Empfehlung. Ja, und ich finde halt toll, also deswegen meinte ich ambivalent, so ist die Geschichte natürlich, weil natürlich ist das grauenhaft, wenn Menschen fliehen müssen von da, wo sie leben und wo sie ihre Freunde und Familien haben. Aber wir haben jetzt das Bier. Aufgrund von so einem Krieg. Nee, aber ich. Finde es natürlich auch gleichzeitig ein wahnsinnig positives Signal, wenn man dann sieht, ey, die können irgendwie in ein komplett anderes Land kommen und können innerhalb kürzester Zeit, die haben das ja jetzt wirklich innerhalb von einem Jahr hochgezogen und sie finden dort Leute, die sie unterstützen, sie finden den Support, sie finden die Abnehmerinnen und Abnehmer, und können dort weitermachen, wo sie quasi zu Hause aufgehört haben. Das finde ich halt schon cool. Also das ist natürlich schon auch sowas, wo ich mich dann freue darüber, dass diese Subbranche der Braubranche noch halt funktioniert und dass das diese Solidarität auch so
uneingeschränkt funktioniert. Und man dann einfach sagt so, ja klar, Logo, ihr könnt bei uns brauen. Und ja klar, wir kaufen jetzt einen Tank, irgendwie, damit ihr da Platz habt. Das ist auch toll. Also da habe ich allergrößten Respekt vor und ja, macht mich sehr happy, weil das auch zeigt, dass das halt schon auch noch mehr ist als nur einfach irgendwie eine Branche. So, sondern bei uns funktionieren schon viele Sachen auch noch anders. Voll. Da ist noch viel Solidarität miteinander da, genau, viel ja, so ein Gemeinschaftsgefühl, so ein gegenseitiger Support. Und das finde ich ganz, ganz klasse, freut mich wahnsinnig, auch wie gesagt, wenn die Hintergrundgeschichte natürlich entsetzlich ist. Und ich drücke denen natürlich alle Daumen, dass die irgendwann auch wieder nach Hause gehen können und damit vielleicht dort weitermachen können. Vielleicht können sie auch weiterhin ab und zu hier Biere brauen. Das finde ich natürlich auch spitze. Bestimmt. Ja, wäre cool. Jetzt muss halt da mal dieser Scheißkrieg dann aufhören. Aber das dauert vermutlich noch ein bisschen. Egal. Wir wollen hier nicht auf so einer saure Note enden. Das ist so ein bisschen dank. wie gesagt, am Wochenende Craft Beer Oktoberfest für alle Münchnerinnen und Münchner oder die, die es noch werden wollen. Wir sind da. Können vorbeikommen, er nicht. Der fährt schon wieder irgendwo hin wahrscheinlich. Ich muss meiner Tante bei der Apfelernte helfen, in Unterfranken. Seht ihr mal. Ich helfe bei der Bierernte. kommt da gerne rum. Sagt Hallo, sagt auch ruhig Bescheid, wenn ihr beim Bier-Abo dabei seid. Freut mich auch immer. Vielleicht habt ihr auch mal das ein oder andere Feedback. Wie gesagt, Kommentare vernachlässigen wir öfter mal sträflich. Oder ich. Es tut mir sehr leid. Ich werde mir Mühe geben, das in Zukunft besser zu machen. Ansonsten haben wir demnächst Gott sei Dank erstmal nichts mehr anstehen. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh. Irgendwas immer. Ja, aber erstmal keine großen Events und nichts, wo man unbedingt hin muss. Vielleicht mache ich auch nochmal Urlaub, mal schauen. Es war auf jeden Fall wie immer ein Vergnügen. Es war ein besonderes Vergnügen, dass du da warst. Das finde ich spitze. Du hast ja auch gesagt, du hast bis 17:30 Uhr Zeit. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Stunde, um Bier zu trinken. Finde ich klasse. Das werde ich dir gleich so, geben. Es ist doch Mittwoch. 21:35 Uhr. Also das Bierabo, daran merkt man, wie lange du nicht mehr dabei warst. Das Bierabo wird immer am Donnerstag ausgestrahlt. Ja, tatsächlich. Mann. Und dann ist auch, also mit dem Tageslicht hier, ist halt irgendwie schwierig. Wir haben Oktoberfest, die Zelte sind so hell. Ja, wir sitzen hier in unserer kleinen Steinbox am Oktoberfest. Verraten euch aber nicht, wo die ist. Es war wirklich ein großer Spaß, dich auch mal wieder dabei zu haben. Finde ich immer gut. Und wir sehen uns nächsten Monat. Sorry für die Verzögerung diesen Monat. Hat sich ja um eine Woche verschoben, aber da hat sich leider die Krankheit eingeschlichen. Gibt es auch noch Sommer- oder Spätsommergrippe oder sowas? Keine Ahnung. Erkältung. Wie gesagt, Wochenende, Craft Beer Fest. Craft Beer Oktoberfest im Fat Cat. Ansonsten kommt bei uns in den Bars, in der Bar vorbei oder im Walter May oder in der Bierkiste und ja. Gehabt euch wohl, lasst euch noch schmecken. Ich mache dasselbe. Ich habe nämlich noch ein Schlückchen. Bin ich so ein Gierschlund. Und ja, wir sehen uns nächsten Monat. Bis denn. Ciao. Ciao.